Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. So heißt es im Psalm 46. Hier spricht Rüdiger Schellhaas-Eberle aus Laumersheim. Hallo und guten Tag. Ich erinnere mich noch gut. Ein Kurzurlaub im Mai mit einer Busreise zum Lago Maggiore in Italien. Dabei am Pfingstsonntag eine Fahrt zum Ortasee in der Nähe. Dort gibt es mitten im See eine kleine Insel mit einem Benediktinerinnenkloster. Wir waren nur zu dritt aus unserer Gruppe, die mit der Reiseleiterin hinüberfuhren. Auch sonst waren dort nur wenige Menschen, im Gegensatz zu der Menge an Touristen, aus der wir gekommen waren. Schon in der mittelalterlichen Klosterkirche war es sehr ruhig. Wir hatten das Gefühl, eine ganz andere Welt betreten zu haben. Jahrhundertealte Fresken erzählten uns vom Glauben der Menschen, die die Kirche und das Kloster erbaut und über die Zeiten erhalten haben. 70 Nonnen leben heute hier in strenger Abgeschiedenheit nach der alten Regel Bete und Arbeite. Für die Besucher der Insel haben sie einen Weg der Stille gestaltet, ein Fußweg, der um das Kloster herumführt und in regelmäßigen Abständen mit einer kleinen Tafel zum Innehalten und zur Meditation einlädt. Höre der Stille zu und lausche auf das Wasser, auf den Wind, auf deine Schritte. So steht es auf den ersten beiden Tafeln. Ein wenig weiter heißt es: Stille ist der Frieden des Ich. Und auf der letzten Tafel: In der Stille atmest du Gott ein. Langsam sind wir diesen Weg gegangen, sind ab und zu stehen geblieben, haben die Ruhe dieses Ortes auf uns wirken lassen. Das tat uns gut. Das laute Getriebe mit den vielen Menschen war weit weg. So konnten wir auch innerlich zur Ruhe kommen, den Frieden und die Würde dieser besonderen kleinen Welt in uns aufnehmen. Dankbar für diese Erfahrung fuhren wir zurück. In unserem Alltag ist die Stille selten geworden. Viele Menschen haben das Gefühl, es müsse doch immer etwas los sein, etwas passieren, man müsse immer aktiv sein. Mir geht es ja auch manchmal so. Stille erscheint da eher als Leerlauf, vielleicht sogar als Zeitverschwendung. Aber ich erlebe auch immer wieder, wie gut Stille tun kann. Ich muss dazu nicht unbedingt nach Italien fahren, auch wenn es da sehr schön war. Ein paar Minuten nach dem Aufwachen am Morgen, in denen ich überlege, was mir heute wichtig ist zu tun und was nicht, eine Weile die Vögel am Futterplatz beobachten und über ihre Flugkünste staunen, eine Runde durch den Garten gehen und mich daran freuen, was da alles wächst und blüht, ein kleiner Spaziergang am Abend durch die Weinberge, ohne Worte neben einem lieben Menschen sitzen und die Gemeinsamkeit genießen. Stille tut gut. Sie lässt mich zu mir selbst finden, schenkt mir Gelassenheit, lässt mich Kraft tanken für die nächsten Aufgaben, lässt mich erkennen, was mir wichtig ist und was mein Leben trägt und wer mein Leben trägt. Nicht meine eigene Kraft ist es, sondern Gott, der in der Stille zu mir spricht. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir für die Momente der Stille, die ich erlebe. Schenke mir ein hörendes Herz, dass ich vernehmen kann, was du mir durch sie sagst. Der Segen Gottes begleite euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und helfe euch und allen Menschen zum Frieden. Amen.